So, was waren das denn für fiese Gestalten? Ich zeig euch das Paradies und dann nehmen wir noch ein Dingenstränkchen. Aber jetzt mal ganz ernsthaft, das war doch richtig irre. Der war ja nicht mal annähernd normal. Wie sieht's denn aus? Oh. Da ist nichts und niemand. Achso, da unten sind die. Ich kann aber nicht sehen, was es ist. Aber sie haben mir offensichtlich den Krieg erklärt. Oh, sie kommen hierher. Will ich das? Ah, das Kabeljäger. Meine ganz besonderen Lieblinge. Schlechter sind wir offensichtlich. Sind das noch mehr Niskaros, die da unten rumlaufen? Vielleicht kann ich sie ja von hier sehen. Ich schaue immer in die falsche Richtung. Ach nee, das sind diese Grottenäume da. Ja, was haben wir denn hier für eine Truhe? Und Stulpen der Feuerhemmnis. So, ich gehe jetzt einfach mal in die Stadt rein. Mal gucken, vielleicht hat da drinnen ja noch jemand überlebt. Ah, einer ist schon mal da. Kolm, Alba! Ihr habt es also in unser Lager geschafft. So wie ihr euch gegen das Testament gehalten habt, hatte ich darauf gehofft. Wir hier im Lager vertrauen einander. Aber Hilfe gewährt man nicht so freigebig. Ich will offen sein. Das Testament hat mir etwas genommen und ich möchte es zurück. Unversehrt. Aber alleine kann ich das nicht. Was haben sie euch genommen? Meinen Bruder Giran. Aber sie haben ihn nicht eigentlich genommen, sondern eher verführt. Er war ein vielversprechender Adept der Scholia Arcana und dann ist er eines Tages verschwunden. Als ich hörte, dass das Testament etwas damit zu tun hatte, befürchtete ich das Schlimmste. Es gelang mir, seiner Spur bis hierher nach Galette zu folgen. Dann wurde mir klar, wie stark die Macht des Testaments in diesen Marschen wirklich ist. Was sollte er beim Testament wollen? Das würde er nicht. Giran, er war immer allein in seine Studien vertieft. Er war weise, sehr weise. Er kann sich dem Kult nicht freiwillig angeschlossen haben. Es muss unter Zwang geschehen sein. Andererseits, seine letzten Briefe an mich waren...
Nein, es ist nichts. Schon gut. Okay, ich werde euch helfen, Giran zu finden. Ausgezeichnet. Mir stehen gewisse Mittel als Belohnung zur Verfügung, falls wir erfolgreich sind. Ich habe Grund zu der Annahme, dass er sich in der Ruine unter den Marschen versteckt. In dieser Gruft des Phyragnos. Wir treffen uns dort. Hoffentlich hat dieser Kult seine Klauen noch nicht so tief in Girans Geist begraben. Na, hoffen wir mal auf das Beste. Wo finden wir ihn nochmal genau? Die Gruft des Phyragnos ist eine unterirdische Ruine unter der Schlucht. Sie könnte uns zu ihm führen. Ich fürchte, die Präsenz des Testaments wird dort stark sein. Es sieht so aus, als zöge es sie zu der Gruft. Und was ist mit dir? Ich wurde in Rathir geboren und schon als Kind in der Kunst der Magie ausgebildet. Als jedoch mein Bruder Giran eine noch größere Begabung zeigte, richtete sich das Augenmerk meiner Eltern auf ihn. Also musste ich mir alles selbst beibringen. Und die roten Marschen? Die Marschen sind einer der Hauptzugänge von Eratel nach Dithyra. Allerdings entscheiden sich in diesen dunklen Zeiten nur wenige für diesen Weg. Was ist mit deinem Bruder? Er ist mein Zwillingsbruder. Wir sind zusammen aufgewachsen. Wegen seiner magischen Begabung wurde er ausgewählt, der Scholia Arcana beizutreten. Danach hat er sich in seine Studien vertieft. Er hat sich verändert. Sprach nur noch von Magie, von Kontrolle. Erzähl mir mehr über die Gruft des Phyragnos. Sie ist eine riesige alte Erati-Ruine, die irgendwie mit dem Komplex am Ende der Schlucht verbunden ist. Der Legende nach erstreckt sie sich wie ein Labyrinth unter den Marschen. Viele, die sie betreten haben, sind nie wieder zurückgekehrt. Und gibt's hier Schlafplätze? Wenn ihr euch ausruhen wollt, findet ihr dort drüben eine Schlafstelle. Sie ist nichts Besonderes, aber etwas Besseres kann ich euch hier leider nicht anbieten. Nee, das passt schon. Okay, bis dann. So, neuer Ort. Wir nehmen mal hier mit, was hier noch alles rumkreucht und fleucht. Da oben gibt es noch einen roten Marschenstein wahrscheinlich. Hier hat sich einer hingelegt. Ach, wir können das Bett benutzen. Oder wir reden mit Reit Ameltho. Reden wir mal mit ihm. Seid ihr derjenige, der für Kolm das Testament dezimiert hat? Ich bin beeindruckt. Nun, ich bin nicht wegen des Testaments hier, sondern wegen Gold. Und ich habe genug Arbeit für zwei. Wie wär's mit ein wenig Wohlstand? Was ist mit euch passiert? Ich war früher ein Söldling bei den Kriegsgeweihten und wurde bei der Beförderung einmal zu oft übergangen. Bei meinem letzten Auftrag fand ich eine Karte zu einem Schatz unter Galett. Mein Freund Theas und ich sind mit zwei anderen losgezogen, um ihn zu holen. Die Stadt war nur noch eine Ruine, aber das hat uns nicht abgeschreckt. Wir wollten haben, weswegen wir gekommen waren. Dann kippte Theas mir etwas ins Getränk und die Gruppe zog ohne mich los. Jetzt will ich vor ihnen bei dem Schatz sein und könnte dabei eure Unterstützung brauchen. Mehr als die Hälfte ist natürlich ein bisschen gemein. Finden wir den Schatz? Gut, wir haben die Karte unter uns aufgeteilt. Aber ich weiß, dass der Schatz in den Galetthöhlen liegt. Lasst uns gehen. Alles klar. Was kannst du uns denn noch über dich erzählen? Ich habe früher als Söldling der Kriegsgeweihten gedient. Doch während meine Freunde weiter aufgestiegen sind, wurde ich immer wieder übergangen. Also habe ich sie verlassen. Ich lebe nun nach meinen eigenen Eiden. Und deine Gruppe? Wir waren zu viert, einschließlich mir. Mein guter Freund Theas hatte die Idee. Er hat auch die Karte gefunden. Die anderen beiden waren Söldner, der Almain Alsas und die Varani Berza. Sie schienen durchaus vertrauenswürdig zu sein. Vielleicht bist du ja auch derjenige, der nicht vertrauenswürdig ist. Was weißt du denn über die Gruft des Phyragnos? Sie ist ein dunkler Ort. Ich habe während meiner Zeit bei den Kriegsgeweihten von ihr gehört. Sie ist dazu gedacht, dieses Ding eingesperrt zu halten. Ich würde mich lieber von ihr fernhalten. Und die roten Marschen? Ich war vor einigen Jahren während meiner Ausbildung zum Kriegsgeweihten hier. Für die Türe war es ein wirklich nettes Plätzchen. Aber diesen Ruinen am Ende der Schlucht haftete schon immer irgendetwas Dunkles an. Ich schätze, jetzt weiß ich auch wieso. Und was ist mit dem Typen da drüben? Der Alpha?
Er wirkt ein wenig schwächlich, aber er ist schon in Ordnung. Und im Kampf gegen diese Bastarde können wir Magie wirklich gut brauchen. Alles klar. Oh, kannst du mir Sachen reparieren? Das ist ja sehr schön. Ja, einmal das und das und das. Und 21.000. Na gut. Dann das und das und das auch. Oh, wir haben 50.000. Okay, bis später. So, wo wollen wir denn jetzt als nächstes mal hin? Ich hatte doch eigentlich, hab ich die Quest nicht aktiviert? Doch. Aber wo treffen wir ihn? Vielleicht müssen wir hier noch ein bisschen erkunden, bevor wir auf ihn stoßen. Wir gehen mal oben lang. Von da aus können wir mehr sehen. Oh, was ist das denn? Ach, Sinterdecke. Da ist schwarzer Korosch. Habt ihr das auch gehört? Wieso liegt sie da in einem Kreis, das Blut? Die Sativa-Faser nehme ich dir mal ab. Aber irgendwie kommt mir das komisch vor. Dann sammle ich hier nochmal die Blutaugen. Schauen, wo wir hier landen. Da sind nochmal Blutaugen. So, ist ja schon mal spannend. Eigentlich ist es hier relativ still. Boah, was ist das denn für eine Schlucht? Was wollt ihr denn von mir? Aua. Kannst du mal aufhören, dich hier zu teleportieren? Das wäre sehr nett. So. Steinschlag. Falsch teleportiert. Himmel. So, erstmal nochmal ein Tränkchen. Nur noch 23. Ich muss mal wieder welche herstellen. Kann ich hier nicht... Ach, da unten ist ein Schrein. Das ist ja zum Schrein. So, dann gehen wir aber erstmal hier runter. Und gucken, wo wir da landen. Thank you.
Gruft des Phyrakmos. Und was seid ihr für? Oh, nö. Aua. Erledigt. Was hast du? Weitkabel, Erfahrung stärker. Kann ich den nicht vielleicht sogar gleich mal trinken? Wäre das vielleicht gar keine schlechte Idee? So, hier haben wir dann auch gleich mal eine Truhe. Helm der Märtyrerin. Das klingt ja eigentlich schon mal gar nicht schlecht. Was haben wir hier noch? Gold und Gold und wir haben einen Felshaufen mit Edelweiß. Jetzt muss ich einmal ganz kurz den Helm der Märtyrerin plus gegen Jotun und Ettin. Uhu. Den behalte ich erstmal. Und dann soll ich hier schon mal reingehen? Oder kann man ja eigentlich mal machen, ne? Obwohl, ich glaube, das hebe ich mir für die nächste Aufnahme auf. Das heißt, wir sehen uns dann wahrscheinlich morgen. Und ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Und wenn ihr möchtet, lasst mir ein Abo da. Wenn ihr Kommentar irritieren möchtet, macht das auch gerne. Freue ich mich immer sehr drüber. Und ja, bis dahin sehen wir uns irgendwann mal wieder und dann geht's weiter. Ne? Bis dann. Ciao.